Ich begrüße heute hier bei uns Frau Christel Klemenjak, die ihr Buch Zuhause in der ganzen Welt – Erinnerungen an internationale Haustausche vorstellt. Frau Klemenjak wurde 1948 in Wanne-Eickel geboren und ist seit 49 Jahren mit ihrem Mann Hubert verheiratet. Sie arbeitete mehrere Jahre im Hotelmanagement und anschließend war sie Pächterin eines Hotelrestaurants. Seit ihrem 60. Lebensjahr ist sie eine leidenschaftliche, ehrenamtliche Leihoma und auch Hobbymalerin. Liebe Frau Klemenjak, danke für Ihre Zeit. Ja, erzählen Sie uns doch mal, worüber Sie in Ihrem Buch schreiben. Ja, wir haben seit 1983 zwei bis drei Haustausche im Jahr gemacht. Weltweit, hauptsächlich Amerika, aber auch Australien, Island und auch Europa natürlich. Und es waren so tolle Erlebnisse mit den Menschen, mit denen wir getauscht haben, mit deren Familien, mit deren Freunden und völlig andere Urlaube, als man sie im Hotel machen würde, sodass ich immer wieder aufgefordert wurde von Freunden, schreib doch ein Buch darüber. Und das habe ich dann letztendlich gemacht. Super. Und woher stammt die Idee zu diesen Haustauschen? Das haben wir 1982 in einer Zeitung gelesen, in der Süddeutschen. Da haben die einen Artikel drüber geschrieben und mein Mann hat gleich gesagt, Mensch, super, das machen wir auch. Wie toll. Und haben Sie jemals schlechte Erfahrungen gemacht mit Ihren Gästen oder Sie als Gast im Ausland? Ja, ich müsste lügen, wenn es nicht auch Enttäuschungen gegeben hätte. Wir haben ja auch weit über 50 Haustausche gemacht. Aber wenn ich sage, zwei oder drei waren nicht so optimal, dann ist das ja wirklich zu vernachlässigen. Das stimmt. Und was ist da passiert bei diesen zwei, drei, wo es nicht so prickelnd war? Ja, was ist da passiert? Einmal war die Wohnung nicht so sauber, wie wir es gerne gehabt hätten. Einmal war das Bett viel zu klein. Und und einmal sind mehr Personen gekommen, als wir abgemacht hatten. Wir hatten abgemacht, dass zwei Leute kommen und denen hat es dann so gut gefallen, die haben dann ihre gesamten Söhne nachkommen lassen. Okay. Aber dadurch ist nichts passiert. Okay. Es war eben nicht so vereinbart. Okay. Und was war Ihr Highlight bei den ganzen Reisen? Wo hat es Ihnen am besten gefallen oder wo besteht immer noch Kontakt zu den Vermietern oder zu Ihren Gästen? Ja, also Kontakt haben wir seit 40 Jahren wirklich zu einem Ehepaar in Kanada, in Vancouver. Highlight war natürlich Hawaii, 4 Wochen. Dann waren wir 3 Wochen in New York. Mein Mann hat am besten gefallen, Neu-Mexiko. Australien, 2 Monate, ist natürlich auch ein Highlight. Also ein einziges könnte ich Ihnen gar nicht aufzählen, es sind mindestens 10. Und Familien oder Gäste, die bei Ihnen zu Hause waren, haben Sie da noch Kontakte? Oder? Ja. Auf jeden Fall. Also manche treffen wir auch noch, wenn die mal in Europa sind oder hier in der Nähe sind. Und ich meine, per online und so hat man ja immer noch Kontakt und schreibt sich mal. Und ja, auf jeden Fall. Es sind ja auch tolle Erlebnisse, die uns miteinander verbinden. Und die meisten lernen wir auch kennen. Wenn alles also klappt schon, ja, wenn alles klappt schon, oder? Ja. Und was sind Ihre nächsten Ziele? Was steht auf der Liste? Ja, wir sind jetzt ein bisschen zurückhaltend wegen der ganzen Situation. Aber wir wollen im September nach Brügge für 14 Tage. Wie schön, okay. Ja. Brügge ist auch immer eine Reise wert, das stimmt. Liebe Frau Klemenjak, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für den Einblick in Ihr Buch. Gerne. Und in Ihr Reiseverhalten. Zuhause in der ganzen Welt, Erinnerungen an internationale Haustausche von Christel Klemenjak ist ab sofort im Buchhandel und online als E-Book erhältlich und ist eine Zusammenarbeit mit der Europa Verlagsgruppe. Ich danke Ihnen, alles Gute.